Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen kleinen Stein- bzw. Ziegel-Guide. So, was man auch für Gebäude braucht und für andere Sachen zum Bewerfen, sind die Grundmaterialien wie Stein oder beziehungsweise Ziegel oder gehärtete Ziegel. Und jetzt heute werde ich euch die einfache Herstellung, die Herstellung von den drei Sachen, beziehungsweise zwei Sachen, erklären. Steine, ist ja verständlich, wo man die herkriegt. Aus diesen Brocken kann man ganz normal abbauen. Das sollte da eigentlich auch jeder am Anfang auch schnell herausgefunden haben. So. Und was können wir so mit Ziegeln herstellen? Das sind einmal zum Beispiel diese Fundamente, wie hier sind, oder Wände, kann man hier so zum Beispiel herstellen. Oder eben halt auch die von Anfang die Steinwerkzeuge und beziehungsweise Steinwaffen. Oder hier zum Beispiel wie den Ofen, der ist ja auch aus Stein hergestellt. Gut, wenn wir mal Stein in den Ofen packen, dann sehen wir, aus 10 Ziegeln, aus 10 Steinen entsteht ein Ziegel. Und aus den Ziegeln kann man sich schon wieder um bessere, Fundament, bessere Unterstütze bauen, beziehungsweise eine bessere Base bauen, um die ganzen Fundamente, Wände herzustellen. Bessere Waffen erstellt man durch Eisen, aber da habe ich auch noch einen. Habe ich ein Video zu schon zu gemacht, wie man Eisen bzw. Stahl herstellt. Jetzt konzentrieren wir uns heute nur auf mal Steine bzw. Ziegel. So, dann gibt es noch, wie ich schon vorhin angesprochen habe, gehärtete Ziegel. Und da wird schon wieder ein bisschen schwerer, die herzustellen. Als erstes brauchen wir dafür Zwirren. Das ganz normal durch drei Pflanzenfaser einzwirren. Und dann brauchen wir noch Wundsekret. Das ist dann schon wieder ein bisschen trickiger herzustellen. Dafür nach meiner Meinung nach die einfachste Methode, um effektiv Wundsekret zu farmen, ist die, indem man diesen unappetitlichen Fisch kocht. Den kriegt ihr ganz normal aus, wenn ihr Fischfallen ausstellt. Hier die Fischfalle, mit der man 10 Äste und 5 Zwirn herstellt. Und die dann im Wasser dann platziert. Dann braucht man noch ein bisschen Zeit. Oder ihr könnt dann auch noch diese Handvoll Käfer reinpacken, dann geht es auch schneller, dass die da reinkommen. Und dann einfach diese unappetitlichen Fisch reinpacken und kochen. Dann erhält man den gekochten Fisch zum Essen und dann noch nebenbei die Wundsekrete. Okay, packen wir die auch mit rein. Und dann, um gehärtete Ziegel zu farmen, braucht man zum ersten normale Ziegel. Und dann braucht man noch gehärteten Stein, den man hier im Feuerschalenkessel herstellen kann. Und dafür braucht man für einen gehärteten Stein braucht man zwei Wundsekret und zwei Zwirne. So, stellen wir mal 10 Stück her und gucken, was passiert. So, wenn man einmal gehärteten Stein gehärteten Stein herstellt, erhält man daraus 5 gehärtete Steine. Also praktisch, dass man dann einiges doch noch mehr rauskriegt. Und die nehmen wir, packen die dann zu unseren gerade gemachten Ziegeln rein. Und dann sieht man, aus einem gehärteten Stein und einem Ziegel entsteht ein gehärteter Ziegel. Und das braucht man natürlich auch für den Basebau.
Ja, und im Teil für, ja, für den Tierfärch, ja, für den Tierfärch oder andere, meine ich auch andere Sachen. Oh, erstmal vorwiegend für den Baseball braucht man das und für die Verbesserung noch für ein paar andere Sachen braucht man gehärtete Ziegel, um die dann dementsprechend craften zu können. Ja, das war mein kurzer, aber kleiner Guide zum Stein bzw. zu dem Ziegel oder gehärteten Ziegel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Kommentare und Likes. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen.